Einmal in der Arena Nova bei der Apropos Pferd zu gewinnen ist schön, zweimal zu gewinnen ist schöner, dreimal zu gewinnen wäre wohl am schönsten, Freddy Greimel. Besteht die Chance noch, reitest du heute noch einmal? Ja, bestehen tut sich schon, weil ich reite noch einen großen Preis und das Pferd, was ich da reite, der Chaco, der ist eigentlich sehr gut drauf. Der war am ersten Tag 0, zweiten Tag im Ranking Springer und Zeitfehler am Bläden, weil ich leider mir ein bisschen Zeit lassen habe. Möglich ist alles, super wär's, ne? Darauf freuen wir uns, aber jetzt der Rückblick auf den Preis der Profi Baustoffe. Wieder mit Astronaut Arni, erfolgreich mit diesem doch sehr speziellen Pferd. Wir haben ja schon vor 2 Tagen über ihn ein bisschen geplaudert. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es ja wirklich richtig gut. Gerade auch in einem Springen mitstechen, das hast du angekündigt, da ist er dann eigentlich der Profi. Ja, das muss ich sagen, der Arni ist mit Stechen, das ist ein Wahnsinn mit denen. Wenn ich in Stechen komme, dann weiß ich, wenn ich null bin, bin ich schnell. Das, heute habe ich es natürlich optimal erwischt, muss ich auch sagen. Nicht? Aber am Donnerstag hat er gewonnen, das war schon für mich super. Und dass er heute nochmal gewinnt, zweimal auf einem internationalen Turnier, das ist ja nicht alle Tage, dass du das zusammenkriegst. Und dann ist das Finale noch dazu. Nicht? Und das, wo dieses Turnier ja sehr, sehr spezielle Rahmenbedingungen hat, auch über das haben wir schon gesprochen, gehört aber auch der Abend dazu, die Feierlichkeiten. Trotzdem am nächsten Tag immer voll fit zu sein, Pferd und aber auch Reiter, das zeichnet dich aus. Naja, schon, ich bin ja noch nicht so alt, das geht schon, das hält mir schon aus. Dann wünschen wir dir alles Gute für den großen Preis. Schauen aber dann auch schon vielleicht ein bisschen in die Zukunft. 1-2 Turniere gibt es ja heuer noch oder ein paar mehr natürlich am Anfang Oktober. Was habt ihr noch vor? Naja, ich reite in 2 Wochen, glaube ich, beim Steinbrecher Michi drüben in der Lake Arena. Dann sind da noch 2 internationale Turniere und dann möchte ich noch auf Salzburg fahren. Und dann ist es vorbei für heuer. Ja, dann ist ja schon praktisch Weihnachten, die ruhigere Zeit. Nächstes Jahr geht es dann wieder voll ran. Salzburg sehen wir uns sicherlich auch. Ich freue mich auf jeden Fall, Freddy Greimel, und gratuliere zu diesem Sieg. Mal schauen, ob wir uns vielleicht heute sogar noch einmal sehen. Ja, hoffentlich. Ne? Alles klar, danke.